Wenn wir zusammen Urlaub fliegen, müssen wir uns auch. Alles gut. Alles Gibt's gut. Spritzuschlag? Komm her. Ja, komm her. Ja, ist ja gut. Ja. Ach Gott, ja, komm zu. Ja, genau. Ja. Ja, gut. Das Geile ist ja, dass die GoPro das aufzeichnet. Oh, mach nur Mist mit dir. Oh, mach noch mal. Komm mal her. Komm mal her. Frau Dr. Watte. Sonst müssen wir den Hund wegschmeißen, alles umbauen. Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und neben mir sitzt der Stefan, um mich heute zu überraschen. Er hat mir einen Teil seiner Sammlung mitgebracht und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Ich muss gestehen, ich habe nicht den Ansatz einer Ahnung und bin super gespannt, was da auf mich bzw. uns zukommt. Stefan, was hast du uns mitgebracht? Ja, auf Wunsch von dir oder nach Rücksprache, kurzer Rücksprache, nur deutsche Uhren, die in meiner Sammlung sind. Es sind Uhren dabei, also alle Uhren, die ich hier jetzt zeige, sind definitiv von mir gekauft. Es sind aber auch einige dabei, die ich an meine Frau verschenkt habe. Alle gekauft? Alle gekauft. Eine nicht? Eine nicht. Und die habe ich am Handgelenk. Machen wir den kurzen Wristshot. Ich habe die Magneto am Handgelenk. Guck mal hier mal drauf. Na, muss was weiter rein? Muss weiter rein. Wir machen das anders. Ja. Machen das anders. Wir richten die Kamera neu aus und dann ist das etwas bequemer. So geht das doch. So, Moment, noch wieder. Jupp. So, machen wir einen Wristshot. Ja, wunderbar. Die Magneto, die ich bei dir gewonnen habe. Ja, super. Die trägst du wirklich regelmäßig, ne? Die trage ich regelmäßig und die sorgt nach wie vor noch für Aufsehen. Super. Bei mir ist es die Archimede Sporttaucher. Trage ich hin und wieder sehr gerne, insbesondere an dem schwarz-roten Band, weil ich finde, es passt einfach unglaublich gut. Super. Super. Ja, zeig mir mal, was du mitgebracht hast. Ich bin super neugierig, habe keine Ahnung. Die Motte kann sich vor Aufregung kaum halten. Mit den Uhren oder mit dem Uhrenhersteller, über den ich überhaupt ans Uhrensammeln gekommen bin. Früher in Rödelheim. Jetzt in Sossenheim. Jetzt in Sossenheim. Sinn. Ich wollte gerade sagen, Kennerwissens Sinn. Oh. Da war sie wieder zu. Gut, dass ich nicht zugegriffen habe. Alter Falter. Ja. Da ist ja richtig was drin. Eine Menge Sondermodelle. Jawohl. Limitierte. Bei der 240C, da könnte ich mich ja heute noch in den Bobbes beißen, dass ich zu lang gezögert habe. Ja. Die kriegst du auch kaum gebraucht, ne? Ganz schwierig. Die mit der weißen Innendünette. Ja. Ja, vor allen Dingen war auch limitiert. Mit der 12-Stunden-Dünette, ne? Ja. Was dann nochmal eine zusätzliche Funktion ja. bringt, die ist schon klasse. Gefällt mir gut. Kann Im ich Paket war auch noch das Lederarmband dabei mit unteren Auflage. Aber ich bin ja Stahlliebhaber eigentlich. Gucken wir nochmal hier. Das ist was richtig Feines, ne? Ja, das ist schön. Ist und gerade das Weiße. Ich habe ja die GZ, die gefällt meiner Frau, ist die Lieblingsuhr meiner Frau in der Sammlung, okay. Die 240 GZ. Aber hier die C von Kronos, die finde ich schon auch echt sehr gelungen. Ja, da ist noch eine Kronos dabei. Die 200, ist das deine? Die 200 ist Andrea. Weil ich kenne nämlich jemanden, der händeringend eine sucht. Keine Chance. Keine Chance. Also nicht Nein, ich, aber. Haben wir jetzt am NATO-Strap, ist ja auch noch das weiße Kautschukarmband dabei. Also machen wir das. Keine Chance. Machen wir das mal so. Andi, falls du dieses Video siehst,
Nicht hier da. Ist eine blaue U200. Du hast gerade gehört, ich hab's versucht, aber sie ist unverkäuflich. Keine Chance. Ja, die waren ja zeitlich limitiert bis zum Jahresende seiner Zeit, als sie gekauft worden ist. Aber wie viel genau da jetzt raus sind, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ja. Dann sind einige Uhren dabei, die sind personalisiert oder ganz interessant. Klar, hat ein Quarzwerk, aber die UX, ja. Ich weiß nicht, ob der Kenner es erkennt, was an der Uhr anders ist. Die UX GSG 9, hat die nicht normalerweise einen weißen Sekundenzeiger? Richtig. Boah. Du bist spitze. Und da ist der Rot-Weiße drin. Die habe ich mir so bauen lassen. Sehr geil. Deckel ist graviert. Sehr schön. Ich habe ja die Sansibar. Ja. Und die haben sogar noch Ersatzblätter. Ne? Ich konnte noch Blatt und Zeiger tauschen lassen. Boah, gut. Das fand ich auch richtig klasse. Ja, die UX ist was richtig, richtig fein ist. Ne? Ist eigentlich so mit meiner Urlaubsuhr, weil so gut wie unzerstörbar. Ja. Ist auf, ich glaube, letztes Jahr war sie zur Revision. Weil dann nach 9 Jahren die Batterie leer war. Ja. Herrlich. Dann das hier vom Wächtersbecher, ne? Die vom Hoffmann. Ja. Auch. Ist auch limitiert. Sehr schön. Meine Frau. Finde ich insofern extrem ungewöhnlich, weil sind normalerweise ja nicht mit so vielen Farbkombinationen arbeitet, blau-rot, die haben ja üblicherweise eine Farbe und dann ist es meistens fällt auf. Etwas also Andrea, hat sie gefallen? Ja, super. Perfekt. Kann ich gut nachvollziehen. Die blaue. Die hatte ich auch mal. Die hatte ich auch mal. Ich fand sie richtig toll. Ich fand sie super. Hab sie aber zu wenig getragen und hab sie dann für eine andere ziehen lassen. Also ist schon... Ja, du kennst ja mein Problem. Bei mir zieht nichts. Ja. Ich lasse das mal unkommentiert. Ich lasse das mal gänzlich unkommentiert. Es sind natürlich zwei ganz besondere Highlights dabei, nämlich die... Die Heimat? Ja, die Heimat. Eigentlich sollte man da dann auch den Boden zeigen. Das machen wir auch. Alala, alala. Und die... Oh, Jussa. Moment, ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen an dem... jetzt ist besser. Kommt gut. Jetzt ist besser. Sieht man schön das Ziffernblatt. Ja, super. Das hier angelehnt ist an dem, typischen Apple-Weinglas, am Gerippten. Am Gerippten, genau. Genau. Was ich an deiner Sammlung und deinen Uhren immer total faszinierend finde, du hast echt alles, ne? Von der brachialen Toolwatch bis hin zu der ganz feinen. Und da ist der Rotor als Highlight. Ich hoffe, dass man es 18. erkennen kann. August 18. Ja, also jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch, nachträglich wäre zu spät. Lieber spät als nie. Und das ist die Hochzeitsuhr meiner Frau. Die große. Die große. Ah ja. Außer Ring gab es noch die Uhr. Ich habe keinen Ring, ich bin kein Ringträger, geht beruflich auch nicht, wegen Unfallverhütungsvorschriften und so weiter und so weiter. Es stört mich auch. Und ich habe generell bei der Hochzeit die 914 ist das. Hast du ja noch eine Hochzeitsuhr bekommen? Ich habe nur eine Hochzeitsuhr gekriegt. Das war dann das Highlight auf dem Standesamt, das völlig überfüllt war. Wir haben also nur Standesamt, also mit Hochzeitsparty. Und da ist der Rotor genauso gelasert. Von meinem lieben Freund Thomas Poppitz, die Firma Raab GmbH. Ein bisschen Werbung machen. Der macht so Sachen inzwischen auch für Sinn. Ist übrigens unbezahlte Werbung, da habe ich gar nichts von. Nee. Nein. War auch nicht abgesprochen. Da gibt's noch was. Na komm schon. Ja, da war es jetzt so ein bisschen.
da sieht man was. Also wenn Interesse cool. besteht über die Firma Sinn, ist das alles machbar. Die ist aus dem Programm genommen, ne? Die gibt's nicht mehr, oder? Vertue die ich gibt's, mich nicht. Die gibt's noch. Ja. Also ich habe sie noch gesehen. Okay. Ich habe sie in der Ausstellung noch gesehen. Einige haben sie rausgenommen aus der Linie. Kann jetzt sein, gut, wo ich das letzte Mal genau geguckt habe, da war sie noch, aber... Ich will ja nächste Woche mal mit Sabine Kleider sprechen, ob ich noch mal kurz in die Ausstellung irgendwann kann. Ja, Hochzeitsuhren haben wir jetzt durch. Was soll man als nächstes angucken? Sollen wir die 556 gucken? 556 Andrea mit schwarzem Perlmutterziffernblatt. Das ist ein Perlmutterziffernblatt, das hätte ich jetzt so überhaupt nicht gesehen. Ich bin nämlich kein großer Freund von Perlmutterziffernblättern eigentlich. Schauen wir noch mal genau rein. Ja, das ist, drehen wir mal ein bisschen. Da siehst du die. Da haben wir das Perlmutt. Grün, lila. Ich hatte mir am Römerberg auch mal eine mit Perlmutt angeguckt im Tageslicht. War mir viel zu bunt. Eigentlich mag ich diese Sondermodelle mit den rahmengefassten Zeigern, den aufgesetzten gefassten Indizes. Gefällt mir richtig gut, aber ich bin halt überhaupt nicht so der Fan von Perlmutt. Aber hier finde ich das... echt klasse, wirklich sehr dezent. Zufall oder habt ihr danach gesucht? Hast die gekriegt, die es gab. Okay. Also, ja, ist, also Glück die, gehabt. Die, ja, im Showroom bei Sinn, da ist ja eine. Und dann okay, gefällt und dann kommt eine da. Mhm. Und meistens musst du ja irgendwo immer warten. Ich glaube, es war eigentlich noch nie eine, die sofort zum Mitnehmen irgendwie da war. Ja. Und das ist das Uhrmodell quasi. Das Uhrmodell meine. Das ist die allererste Uhr, wo es in etwas preisigeren oder höherpreisigen Automatikuhren sammeln eigentlich losgehen. Das ist grundsätzlich meine allererste Automatikuhr und auch meine allererste Sinn, logisch. Ja. 556i ohne Schnickschnack, ohne arabischen Ziffern, ohne roten Sekundenzeiger. Nur mit Dings, mit Datum. Mit Datum. Mit Datum. Ja, klar. Die hat Datum. Hat die. Krieg ich die beiden da drauf? Ja, so ein bisschen, ne? Ja. Ja, die eine ist schon deutlich edler, ne? Also die, das hier ist so mehr die Dressuhr, die Anzugsuhr, die etwas edlere Variante. Ja, obwohl die Andrea keine Anzüge anzieht. Und das ist die sportliche Variante. Genau. Wobei ich persönlich ja der Meinung bin. Fünfgliedrigen Armband. Ja. Also die 556 geht ja meiner Meinung nach sowieso immer, ne? Also ja, viel mehr Uhr braucht kein Mensch, ne? Hat alles und wenn ich sie mit Datum habe, mehr braucht's nicht. Mehr braucht's wirklich nicht. Ja. Mehr braucht's wirklich nicht. Und dann ist natürlich hier was ganz Besonderes, ist das die 203 oder 206? Kann ich jetzt nicht genau abschätzen. Ist die alte. Die 203. Also die etwas kleinere. Die Arktis 1 sozusagen. Richtig. Weißt du, dass das die Uhr ist, derentwegen ich das erste Mal zu Sinn gefahren bin? Die Arktis? Die Arktis. Ja, das ist ein geiles Teil. Das Blau changiert schön. Ja, ja, aber genau das ist der Punkt, weswegen ich mich dagegen entschieden habe. Bei mir ist ja immer so Ablesbarkeit und schnelle Ablesbarkeit mittlerweile etwas weniger. Ich habe ja auch ein paar Einzeigeruhren, aber damals war das noch ganz primär Funktion Ablesbarkeit und durch die weiße Reflexion auf dem blauen Blatt sieht es immer so aus, als ob du einen zweiten Satzzeiger hast. Ja, kann passieren. Kann passieren. Das hat mich oft gestört und womit ich mich bis heute ehrlich gesagt nicht anfreunden kann, komischerweise aber nur bei Sinn sind Stahllünetten. Bei anderen Uhren habe ich Stahllünetten, macht mir überhaupt nichts aus. Ja. Ich weiß nicht warum. Bei einer Sinn möchte ich immer gerne ein Inlay haben, farblich abgesetzt. Ja. Ne? Selbst bei der Dekoschliff U1, wo wir gleich noch drauf zukommen, ist sie auch nicht wirklich farblich abgesetzt, aber eben auch kein Stahl. So, falls ihr es klingeln hört, das ist das Telefon im Hintergrund. Ich hoffe, meine Frau geht gleich ran. Aber das ist natürlich dran. Super ikonisches Modell. Hast du es mal nachverfolgt? Im Sinnuhren- und Technikforum gab es mal eine Sammlerin, die hat die Arktis gesammelt und die hat, ich glaube, bis auf ein oder zwei Modelle jede Variante gehabt, jede Farbvariante, weil je nach Ziffernblattproduzent
gehen die ja von hellblau bis tief Aubergine, gibt es ja die unterschiedlichsten Varianten. Ich glaube, die hatte am Ende über 20, 25, oh, 203 Varianten. Unfassbar. Verrückt. Also mir gefällt dieses Blau auch mit am besten. So ein Stahl-Eisblau. Ja, wenn das so in Richtung Obst, also ich finde, Aubergine, es hat was. Gemüse ja, geht, hat, dann... Nee, ich finde, es hat was. Ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Ja, absolut. Tolle Uhr. Echt tolle Uhr. So, jetzt haben wir die Sechse. Die Sechse. Die Grüne mit dem Degradé-Blatt. Ist auch Kronos. U1 Kronos, ne? Genau, richtig. U1C. Sind limitiert. Und 300, 500. Also seit den letzten Limitierungen oder seit geraumer Zeit oder schon seit längerem gucke ich halt immer Jahrgang. Ja. Und die ist, hat die Andrea zum Geburtstag, zu einem Geburtstag bekommen. Also als Jahrgangsuhr, dann hast du immer und Modell das ist, Nummer 70, das ist, ne? Das ist. Und da ich halte mal den Daumen drauf. Da siehst du, das ist Jahrgang von Andrea. Ist eigentlich nicht möglich gewesen, weil die Uhr bestellst du ja über Kronos. Ja. Da hast du keinen Einfluss drauf. Aber ja, Lothar Schmidt hat es möglich gemacht mit einem kurzen Gespräch. Selbstverständlich. Sehen Sie mal zu, dass der Stefan Bechtold das kriegt. Sehr schön. Hat natürlich auch was. Kleinigkeit. Ja. Sehr schön. Also, die machen schon schöne Uhren, ne? Ja. Und die war sogar noch bezahlbar irgendwo. Ging, glaube ich, ging noch. Kleiner Finanzplatz. Ja. Glasboden. Interessanter Rotor, auch gelasert. Ah, okay. Weil die Fiblas haben ja sonst einen anderen Rotor, ne? Ja. Mit der Skyline. Frankfurter Skyline. Und je nachdem, welches Hochhaus gerade abgerissen oder neu gebaut wird, gibt es dann halt einen entsprechend neuen Rotor für die Fiblas. Und da haben wir einen Kamm und eine Schere und den Namen. So. Ja, das war. Also, sind so kleine Geschichten. Das war mal eine echte Herrengröße, ne? Nee, deshalb hat sie auch die Andrea. Nee, jetzt nicht, aber vor 50 Jahren war das Herrengröße. Ja, da hatte ich auch dünnere Handgelenke. Vor 50 Jahren habe ich mich, nicht ganz noch füttern lassen. Nee, nicht ganz, aber fast. Das ist schon. Ja, aber ich bin auch heute von der Uhrengröße so weit weg wie von 80 Kilo. Also das ist... Ja. Aber deshalb dürfen wir hier zu zweit nicht im Aufzug fahren. Ja, zumindest nicht auf der gleichen Seite stehen. Ja. Ist halt so. Wenn wir zusammen Urlaub fliegen, müssen wir uns auch. Alles gut. Gibt's Spritzuschlag? Ja. Herbert Meyer. Finde ich ja echt. 757. Ach, super. Also von der Optik her ist das für mich eine der schönsten Uhren mit dem Sonnen- oder Tannenblatt. Ich weiß nicht, wie Sinn es bezeichnet. Da, guck mal. Ich weiß nicht, wie viel das ist. Steht auch hinten drauf. Ist ja natürlich auch für Meyer. Ich glaube, gibt es auch nur 50 Stück. Kann sein, dass es die 49 von 50 ist oder sowas. Lass mal gucken, ob du was siehst. Irgend sowas ist da. Jetzt habe ich schon die Lesebrille auf und reicht trotzdem nicht. Ja. 49,55. Unheimlich schickes Teil. Ja. Also, bei der 756 gab es ja mal ein ähnliches Modell. Die 756 kam auch mal mit 756. Drei limitierten Modellen raus. Einmal blau mit orangen Akzenten und dann auch. Da war mal was, Und dann die gab es als 756 und 757. Also mit und ohne Lünette. Aber ich finde das, gerade war das so, es ist nicht wirklich monochrom, weil wir halt die Sandfarbe mit haben. Ich finde die richtig klasse. Ich finde die wirklich, wirklich richtig klasse.
Und die war auch nicht so extrem teuer. Ich meine, gut, tegmentiert, beschichtet, Sondermodell. Also ich will es nicht, aber ich glaube seinerzeit so Richtung 1700, 1800, irgendwas, ich weiß es gar nicht so. Also ich hab alle Unterlagen von allen Uhren da, aber also, ich glaube, das war gar nicht so dramatisch, oder? Ich stelle mal Sachen für den Kurs, würde ich sie sofort nehmen. Da das war, direkt, das ist auch schon etliche Jahre her. Ja. Also ist schon... Macht auch einen schlanken Fuß, ne? Also wirklich. Ja. Ist eine angenehme Farbe, das Ziffernblatt. Absolut. Vor allem, was ich schön finde, ist, dadurch, dass Lünette, Gehäuse, Band, alles schwarz ist und das Ziffernblatt diesen sandfarbenen Ton hat, poppt das so raus, ja. Ohne dass das... Und ohne dass überstrahlt eigentlich. Also ja, genau. Es ist... Die schwarzen Zahlen... Es behält den gedeckten Charakter, es behält den Toolwatch-Charakter, aber es sieht trotzdem nochmal anders aus. Wirklich. Eigentlich kein großer Schnickschnack dran. Nee. Ganz. Was ich halt bei den Uhren mega entspannend finde, kein Sekundenzeiger. Ne, finde ich echt einfach. Klasse. Und wenn jetzt jemand von Funktionskontrolle spricht, da haben wir es nicht aufgezogen, lässt du halt mal kurz die Chrono laufen. Und dann siehst du, ob sie aufgezogen ist oder nicht, oder ob sie gerade läuft. Super. Vielleicht sollte ich die mal auf meine Jugend- und Such- und Jagdliste setzen. Ist schon echt klasse. Gefällt mir wirklich echt richtig gut. Jetzt haben wir die beiden noch nicht, ne? Die DS und die UTC. Limitiert, 500 glaube ich ist die limitiert und logischerweise habe ich, ja bei mir kann man so sagen, die 63 von 100 oder die 63 von 500 so. Die war ja auch ratzfatz weg, ne? Ich glaube, die hat 500. Ich bin da jetzt. Ja. Ja, und ist die 63. Und ich weiß noch, die war unglaublich schnell weg. Ne? Das hat ja überhaupt nicht lang gedauert. Und zack. Hat auch richtig Geld gekostet. Also die Wanda ging schon, die hat ein paar Euro 50 gekostet. Ja, wenn du überlegst, dass da jemand mit so einem kleinen Nadel sitzt und jeden Kratzer einzeln macht. Ne? Ich hätte eine Drahtbürste genommen. Zack, fertig. Ach, meinst du, so machen die das? Ich weiß. Ich würde Massen produzieren. Ja, Schleifvlies oder keine Ahnung. Keine was. Ahnung, ja. Es wird schon ganz zart gebürstet sein, irgendwie. Etwas größere Lünette wie das Gehäuse. Weißt du, wo mir das erstmal aufgefallen ist? Ich habe meine U1 12 Jahre mittlerweile. Und das ist mir nie wirklich aufgefallen. Es ist mir aufgefallen, als ich mir bei Sinn die T50 Modelle angeguckt habe. Ja. Weil durch den Federmechanismus steht die Lünette etwas über, du hast einen kleinen Spalt, du siehst es besser und du fühlst es besser. Und dann habe ich mir die U50 und U1 angeguckt und ist genauso. Und das ist mir vorher nie wirklich richtig aufgefallen. Ja, das. Ich zeig mal kurz in die Kamera, wovon wir reden. Dass hier die Lünette. Na komm schon. Lünette ein bisschen übersteht. Und das sieht man von oben nicht. Man spürt es am Arm nicht. Aber es hilft natürlich bei der Griffigkeit. Richtig. Du kannst gut greifen und gut verstellen. Und da muss man sagen, also die Rastungen bei Sinn sind schon geil. Also das ist wirklich. Das ist Tresor, ne? Das ist wirklich. Also, gehen wir hier mal ein Mikrofon. Also egal welche. Rastet satt und spielfrei. Das macht Spaß, ne? Das macht echt Spaß. Also die U50 Dekorschliff, auch eine echt geile Uhr. Und, ist mir zu klein. Ja, die ist ja kleiner. Die hat ja nur, glaube ich, 41, das ist 44. Ja, was halt die U50 hat, was echt extrem charmant ist, sie hat 11,5 Millimeter Höhe. Die Bauhöhe ist etwas. Na, boah, das macht so viel aus. Ja, aber bei den Armen, da brauchst du dickes. Ja, gut. Da brauchst du dickes.
Ja, und das ist auch nochmal was Leckeres, weil gar nicht leicht, Titan. Titan. Und die 144 Titan. Und das war, als ich die gekauft habe, die letzte, die noch im Füllchen verkauft worden ist, die also direkt bei Sinn. Mit dem schönen, dünnen Band. Ja. Unheimlich bequem. Gewöhnungsbedürftig vom Gewicht her, aber ich trage es auch sehr gern, weil es unheimlich leicht ist. Leute, lauft Sinn die Tür ein. Fragt mehr nach dem dünnen, Schlitzschrauben geschraubten Band. Das ist viel bequemer als das mit den Torx-Schrauben. Das schmiegt sich. Das ist so klasse. Das macht so viel Spaß. Die kannst du aufs Band legen. Die geht ja problemlos aufs. Die kannst du so hinlegen und. Phänomenal. Steht nicht hoch. Ich weiß, dass die neuen Bänder leichter zu wechseln sind. Ich weiß, dass das super zum Tool-Charakter der Uhr passt. Bequemer sind diese Bänder, die dünnen, die alten. Ja, das ist wirklich so. Also, schade. Also, ich finde es sehr schade, dass Sinn das umgestellt hat. Und die anderen machen optisch mehr her. Gestehe ich gerne zu. Aber die meiste Zeit spüre ich die Uhr nur und die wenigste Zeit gucke ich drauf. Deswegen muss sie auch wirklich bequem am Arm sitzen. Und super. Was wiegt die? 87 Gramm, 90 Gramm um diesen Dreh rum? Ich kann es dir nicht sagen. Gut, ich habe bei mir, wenn ihr mal Glieder eingesetzt, ist es 2 Gramm schwerer. Ja, aber das ist relativ. Das ist Bereich, ne? Mit einem Gummiband kann ich die auch tragen. Ja, ich kann sie dir als Handschellen anlegen, beide Hände durchziehen. Aber es ist wirklich so ein Flitschgummi hier rum. Dann passt es. Kannst du meinen Arm nicht mehr ablegen. Wenn du Glück hast, kriegst du die auch drüber, wenn sie zu ist. Also ich habe im Freundeskreis welche, die ziehen die dann drüber, wenn sie zunäht. Okay, gut, das ist aber, weil du auch denkst, du hast ja große Hände. Nicht mal mit Aber Uhr es gibt innen, mit schmale Hände, die ziehen die gerade so an. So, ach, kann man mal bitte von dir eine Uhr mal? Ja, witzig. Klasse. Ich glaube selbst unser Markus Finger, Uhrenrad Keber mit, ich glaube, der hat 21,5, das ist schon, aber mit 22,5 und 75er Auflage. 75er Auflage. Ich glaube, ich kenne Untertassen für Espresso-Tassen, sind klar. Das ist richtig. Ja. Ja, echt genial, super. Da sind wir mit Sinn aber noch nicht fertig. Nee, ich weiß. mit Sinn noch nicht fertig. Also mindestens 3 weitere kenne ich ja. Ja, die habe ich auch nochmal dabei, zum kurz zeigen. Und dann gibt es nochmal, ich sag mal, die sind jetzt hier drin mit Silikonarmband 4 Stück. Wow. So, wollen wir den mal. Ja, tun wir mal zur Seite. Die Motte wartet schon auf den nächsten Koffer. Die Motte wartet. Gell. Auch Motte hat die Augen zu. Ja, ich würde sagen, machen wir einfacher. Schmeißen wir hier hin. Schöne Rolle. Schöne Rolle, ja. Die U1000, die U2C, nee, U12, ne? Das ist 212. 212. Genau. Ah, Military 3. Ja, ein bisschen genau. Gibt's auch was zu. Und die DE. Die gucken wir uns jetzt als erstes an. Die DE? Ja. Mach mal. All der dieweil. Live. Gutes A4-Glas. Passiert nichts. Ich muss das ehrlich sagen, nie so wahnsinnig genau angeguckt und habe lange gedacht, boah, Mann,
Was ein Uffriss für den goldenen Zeiger. Ja, ja, stimmt. Und jetzt sehe ich das wirklich mal im Licht in Reflexion. Ein polierter goldener Zeiger. Ich sag's mal so, wie ich es denke. 30 Jahre deutsche Einheit. Es ist einfach geil, ne? Da habe ich den Zeiger. Guck mal. Limitiert. Du darfst natürlich raten, was es für eine Nummer ist. Ja, 70, ne? Herrlich, echt herrlich. Also, ich habe den Zeiger so nie wahrgenommen. Und auch auf den Produktfotos von Sinn kommt der so nicht rüber. Nee. Und gibt's ja auch nicht mehr, also kannst du dir auch nicht mehr angucken. Ich habe mit der Frau Kleid darüber gesprochen, als ich die Neuheit abgefilmt habe. Ich habe gesagt, so Leute, die Fotos auf eurer Webseite, die werden den Uhren nicht gerecht. Nee, ne? Aber ich glaube, das ist allgemein schwierig. Ja, nee, sie sagte, auch, das ist ausdrücklicher Wunsch von Lothar Schmidt. Als Ingenieur möchte der die Uhr nüchtern, einfach, frontal, ohne Schnick, ohne Schnack. Und deswegen versuchen die auf ihren Social-Media-Accounts gegenzuhalten. Die haben ja da ganz viele Stimmungsfotos weiter. Also komplett anderer Ansatz. Aber dass die Uhren auf der offiziellen Webseite so nüchtern sind, ist tatsächlich Wunsch von Lothar Schmidt. Ansatz vom Lothar Schmidt. Ich denke so, da kann man so viel mehr draus machen. Und wenn man die sieht, also ich bin einerseits ganz froh, dass ich die vorher so nicht gesehen habe. Denn jetzt, wo ich die so sehe, das hätte mich auch gereizt. Gut, dass sie weg ist. Gut, dass sie weg. Nee, es weg. Ist einfach so. Weg. Ne? Ist weg, ist ja, weg. Ich bin ja sowieso so ein U1-Junkie. Ich hatte ja mal eine Zeit lang 4 U1 gleichzeitig. Und ja gut, ich habe jetzt die zwei, die Andrea, gut, die grüne. Komm, gehen wir noch mal. Militär. Zu der Uhr für normale Arme, ne? Die hat ja hier 43, ne? Die hat doch das. Irgend so liegt das darum, 747 ja. Gehäuse, ne? Ja. Und wurde seinerzeit, ich glaube, es waren um die 200 Stück fürs japanische Militär, für Offiziere des japanischen Militärs gebaut. Und dann ist sie hergegangen und hat eine Stückzahl 20 oder sowas zurückgeholt für den europäischen Markt. Und das ist die bei Sinn in der Ausstellung war. Und seinerzeit auch liebe Grüße hier an Patrick Vogel von der Firma Sinn, den ich dann so gefragt habe, ist das was Besonderes in der Ausstellung? Da hat er mir das erklärt. Ja, und das ist die wir jetzt hier im Geschäft verkaufen. So, toll. Und die Uhr hatte ein Lederarmband, glaub mit roten Ziernähten dran. Ich muss da mal ganz kurz die Und aufziehen. Dann war die Problematik, du kennst es, 22,5 Handgelenk. Das findest du in Japan sehr selten. Also war das Armband viel zu klein. Und sei das kein Problem, haben wir im Haus, kriegen wir ein L-Armband. Der war 20 Minuten, halbe Stunde weg. Haben wir nicht, gibt's nicht. Und meine herzallerliebste damals noch Verlobte, Langverlobte, nein, Lebensgefährtin, die Andrea sagt, dann probier doch mal ein Silikonarmband. Ein rotes. Dann haben die dann umgebaut aufs rote Silikonarmband, die habe ich irgendwann geholt. Und es war dann selbst im Werk, das sieht ja richtig toll aus mit dem roten Silikonarmband. Ich muss nur sagen, die Uhr, die verarscht mich dauernd. Ne? Ich will die immer so rumnehmen. Ja. Also nicht nur wegen der Krone, sondern auch wegen Datum, wegen Sinnschriftzug. Da ist wirklich alles verdreht. Ich halte es nochmal in die Kamera. Das Datum auf 12 Uhr, der Sinnschriftzug auf 6 Uhr und die Krone links. Hat also immerhin wirklich, letztes Jahr Rolex auch hingekriegt. Also komplett gut. Ja. Copy King, nee. Ja. Also so rum sieht sie eigentlich bekannter aus, so vom ersten Anschauen. Das ist schon wirklich sehr speziell. Military Typ 3. Ja. Ja, und jetzt verlassen wir die Kinderabteilung. Jetzt geht man in die größere. Jetzt kommen wir an die Uhren für Erwachsene.
U1000. U1000 in Blau. Limitiert ist es Pendant zu der 200. Gibt's auch nur, wird limitiert und zwar bis Jahresende zu dem Zeitpunkt, wo sie produziert wurde. Wie viel genau dann verkauft worden sind, ich weiß es nicht. Nö, aber und wer die hat, bin ich ab, ne? Die Gebrauchtpreise für die Uhr, die explodieren die, ja im Augenblick, ne? Ja. Das ist ja unfassbar. Für alle, die nicht wissen, worüber wir reden über die U1000 in Blau. 1000 Meter wasserdicht, Drücker unter Wasser zu bedienen, ja, bis 100 oder irgendwie, also solange das Wasserdruck halt zulässt. Ein brachiales Teil, also 16. Trockenhaltetechnik. 16 Millimeter, also knapp, ja, sowas, 15 also oder noch was. Ist also schon, ist schon spürbar am Arm. Was ich optisch klasse finde, das sind die ovalen, rechteckigen, flachen Drücker, nicht einfach nur rund. Etwas schwerer abzudichten, richtig klasse. Die Krone, die kannst du zur Not auch mit einem Finger bedienen, so groß und satt wie die ist. Richtig klasse. Ist ein Trümmer, ja, doch. Ein richtig, richtig schönes Teil. Ich kann dir das mal zeigen. Ich kann sie ja mal anziehen. Und ja, mach das bitte mal. Halten, dass die bei mir ja, ganz gut. Es ist jetzt nicht so. Ist nicht so, es steht jetzt auf dem Kopf, weil ich den Arm jetzt nicht brechen will mir, aber ist jetzt nicht so. Nö, ist eine Uhr. Ist eine Uhr. Weißt du, wenn ich da bei mir die Archimede mit 41 Schreiner halte, die wirkt am Arm größer. Ja. Los. Halt den Arm mal so, schalt ihn mal daneben. Ach, ich will mal gucken, wenn ich den hier. Ne, krieg ich es auch nicht sogar. Es nutzt nichts, wir müssen. Muss ich mal halt da mal so schön, warte mal. Ja, das ist schon. Das ist eine Nummer. Das ist eine Nummer. Das Schöne bei sowas ist, ich sehe die Uhr ohne Brille. Absolut. Ja gut, das ist halt bei den meisten sind Uhren, ne? Ablesbarkeit, Kontrast. Das ist halt top. Da musst du nicht lange überlegen, guckst ganz kurz drauf. Dann haben wir hier noch, ich glaube, das ist so ziemlich so das Größte, was Sinn eigentlich im Programm hat. Die 212 mit 47 mm Durchmesser. Ist auch limitiert, ist, glaube ich, die 250 von 300. War klasse. Damals auch schon Glück gehabt, als ich die noch gekriegt habe. Die ist auf einer Messe und in der Schweiz hier auf der Messe vorgestellt worden und war ruckzuck ausverkauft. Auch nochmal hier einen Lünettentest. Klasse, oder? Macht Spaß. Ja, eine echt richtig, richtig tolle Uhr. Kann man überhaupt nicht anders sagen. Super. Auch nochmal wirklich. Die Krone ist ein Hammer. Das ist ja schon. Ja. Da bauen andere Uhren draus. Ja, oder Stützräder für Kinderfahrräder. Ne? Ja, nochmal. 47. Du kannst auch 50 tragen, ne? Ohne dass es auffällt. Habe ich. Hast du? Ja, aus der Schweiz. Ja. Können wir ja kurz nehmen, die Oris. Ja. Ist als 50er. Wahnsinn. Ja. Das waren dann die auch nochmal. Sehr schön. Echt genial. Dann, wir können mal ganz kurz, lassen wir die mal liegen. Wo ist sie? Da gibt es ja schon bereits ein Review drüber. Genau. Die haben wir schon gemacht. Nur mal kurz. Die halten wir noch mal kurz rein. Die drei Uhren, die wir jetzt gucken, die haben wir schon mal separat vorgestellt. Da gehen wir jetzt gar nicht mehr groß drauf ein. Ich verlinke euch das Video am Ende diesen Videos. Einfach die drei Damascener Uhren, alle drei. Genau. Die 63 von 100. Auch super interessant, weil eines davon hat ein
echt geniales Ziffernblatt, aber ich will euch jetzt nur neugierig machen, damit ihr euch das andere Video nochmal anguckt. Zeigen wir jetzt an der Stelle nicht. Und wenn ihr das auch nicht verpassen wollt und nicht vergessen wollt, abonniert einfach meinen Kanal, dann findet ihr das Video zu den Uhren dann auch leichter. Also super. Danke, dass du nochmal mitgebracht hast. Gerne, gerne. Und dann gibt's, ja, deutsche Uhren, gibt nicht nur Sinn, aber hier ist noch ein Sinn drin. Die holen wir jetzt nochmal raus. Meine Finanzplatz 6052 mit wahnsinnig viel Komplikation. 6052, das ist die Lothar Schmidt Uhr, ne? Die Lothar Schmidt Uhr. Ja, die hat er lange getragen, ne? Das war seine, oder das ist seine Wahl bei den Finanzplatzuhren. Ich habe beim letzten Besuch gesehen, die hat sich auch ein bisschen verändert. Und zwar auf die Datumsanzeige, die hier so als, man sieht es, als hier, Rahmen ist. Hier ist ein Rahmen, und, jetzt und ist heute ist nur noch ein Strich. Ja, genau. Das hatte ich auch gesehen. Ja. Und das Ding, also man muss wirklich sagen, ich stelle die Uhr, ich habe mir so ein Zettelchen gemacht, wie sie eingestellt wird, weil wenn man dann Fehler macht, ist sie kaputt. Ja. Tag, Datum, Monat, Wochentag. Hab hier neben noch Kalender, Kalenderwoche, ja. Haben schon mal vergessen, Stoppuhr. Chronograph, Stoppuhr ist klar. Kalenderwoche, Datum, Tag, Monat, jawohl. Hier neben nochmal mit Drückeranstellung. Und wenn ich über die Krone anstelle, erst im Uhrzeigersinn und zum Schluss das Datum wird gegen die Uhrzeiger oder gegen den Uhrzeigersinn eingestellt und das muss immer zum Schluss gemacht werden. Wenn ich es sonst reindrücke, geht innen eine Mechanik kaputt, kann sie ins Werk. Damit sich was ausrastet. Ich bin da jetzt nicht ganz so technisch, aber... Ich habe mich ja schon mehrfach über Uhrenbeweger ausgelassen. In meiner Sammlung machen die keinen Sinn. Ich glaube, aus purer Faulheit würde ich die auf den Beweger kleppen. Nee, ich habe meinen Zettel. Ich hatte zeitlang wirklich auf dem Uhrenbeweger. Ich habe einen zu Hause. Aber die werden alle sporadisch so. Alle paar Wochen wird jede Uhr durch angezogen, wirklich angezogen. Saphirglas. Passiert nichts. So ein frisches T-Shirt. Ja. Oh, nee. Was ich aber den Fiblas richtig klasse finde, ist, dass die in einer etwas edleren Box kommen. Ja. Ne? Mit Lederband direkt dabei, Stahlband richtig, dabei. Richtig. Ne? Lupe, die kleine Lupe, die kleine Werkzeug. Plakette. Werkzeug, die kleine Plakette. Richtig. Ne? Das ist schon schön. Man ist natürlich eine große Box, die du irgendwie unterbringen musst. Ja. Aber, Leute, guckt noch mal, das ist die Uhr, die der Lothar Schmidt auch selber lange am Arm hatte. Echt tolles Teil. Wenn ich zu einer Fiebler greifen würde, würde ich wahrscheinlich die Tri-Compax nehmen. Das ist die 6099, glaube ich. Ich weiß es nicht auswendig, die Nummer. Ich glaube, ja, die 6099 ist die, ja. Ja, schreibt es auch gerne in die Kommentare, wenn ich da gerade Müll erzählt habe. Aber ich da glaube, ja. die Nummerierung erschließt sich mir nicht. Bei fast allen anderen Modellen kann ich aus der Nummer 6052 sagt einfach die 52 Monate. Wochen. Oder Wochen. Wochen. Ja. 52 das, Wochen, das genau. Das kriege ich hin, aber dann hört es auch auf. Ne? Geil. Echt super tolle Uhr. Und das Interessante war bei dieser Uhr, wo ich sie damals, die war schon kaputt. Aufgrund des Einstellens. Und wurde mir aber auf Kulanz gemacht, weil in der Beschreibung darauf nicht hingewiesen wurde. Autsch. Das ist. Und damals hatte Patrick Vogel nochmal Grüße. Hat es mir dann, Achtung, musst aufpassen. Und daraufhin habe ich mir wirklich noch explizit Zettel gemacht mit, ganz wichtig, die letzte Einstellung an der Krone. Gegen den Uhrzeigersinn, damit sich innen drin die Mechanik ausrastet und beim Reindrücken nicht kaputt geht. Echt klasse. Aber es ist eine schicke Uhr. Absolut. Schmetterlingsfliege. Schmetterlingsfallschließe. Ja, kannst du super tragen, ne? Super. Ist halt sehr überladen auf dem Ziffernblatt, muss man mögen. Ich mag's. Ich kann mit, ich kann ohne. Ist ja, einiges ich drauf. Trotzdem gut ablesbar, ne? Weil die Totalisatoren relativ dezent beschriftet sind.
nicht fett umrandet. Wenn die Zeiger einen Ticken breiter gewesen wären, dann hätte die Uhr an Eleganz verloren. Also, nee, passt schon so. Passt. 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 Wahnsinn. Echt unglaublich. Ich glaube, das wird eines der längsten Videos, was ich hier veröffentliche, wenn ich das an einem Stück raushaue. Musst du auf zweimal machen, dass die Leute zwischendurch was essen und trinken können. Ja, ich kann ja Pause drücken. Ja. Ich kann ja Pause drücken. Das ist der. Wenn du das auf zweimal machst, dann geht, glaube ich, der Schaum verloren. Und dann gehen wir mal ans restlich Deutsche. Erstmal kurz gucken. Akku 26%. Wollen wir eine Pause machen? Erst Akku wechseln? Hey, lass uns das durchziehen, es läuft gerade alles. Wir ziehen es durch. Wir hatten ja eben schon mal Probleme. Union. Ja, das ist natürlich... Mühle. Ich nehme die aber kurz raus, weil die müssen wir nicht besonders lang machen. Die habe ich... Nein. Ja. Hallo. Hi. Klappt alles? Jetzt wieder, ja. Jetzt wieder. Hatte ich Probleme? Ja. Oh. Mal, wann wollt ihr euch ein bisschen stärken? Halbes Stündchen? Ich wollte nur so circa. Halbes Stündchen. Habt ihr sonst im Moment noch alles, was ihr braucht? Wir sind gut. Wir haben sie alle, ja. Okay. Wir haben sie alle. Freddy, wenn du kommen willst, geht jetzt nicht. Ist alles zugestellt. Das können wir jetzt nicht durcheinander. Nee, das geht jetzt nicht. Das machen wir jetzt. Motte, komm wieder her. Motte, komm. Betty. Nein. Motte, hier drauf. Mach's, geh mal raus. Wenn du die rufst, okay. Dann... Ich bin weg. Jetzt rufst du mal da drauf. Motte, Motte, komm her. Ja, komm her. Ja, ja, ist ja gut. Ja, ja, ach Gott, ja, ja, komm zu. Ja, genau, ja, ja, ja. Ist gut. Ja. Ja. Gehörst du zu? Mötti, sitz. 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 Sehr schön. Sitz oder sitz nicht? Brav. Ja, Singular. Wie findest du GMT? Hast du die gesehen? Habe ich gesehen. Ist schon geil, hat was. Ich bin mal gespannt. Wir sehen uns im Herbst. Düsseldorf haben wir uns verabredet. Die so klasse. Die hat schon was. Die sind leider vom Durchmesser. Das ist Andrea ihre. Also auch Andrea. Ein bisschen klein. Soll ich mal einen aus dem Nähkästchen erzählen? Cornelius, ich hoffe, ich darf das sagen. Ich hatte ja die Graue zum Review. Richtig, hab die abgefilmt. Ja. Und dann hat er mit Cornelius telefoniert, sagt er, ja, eigentlich fand ich die Blaue immer besser und hat ein Video, gucke ich mir die Graue nochmal genauer an. Nee, die ist schon hübsch. Ist schon hübsch. Union, also natürlich auch. Die machen echt tolle Uhren, ne? Meine erste Union ist in Chemnitz gekauft. Leider sind die Preise jetzt hochgegangen. Ne? Ja, aber es sind alle ein bisschen hochgegangen. Belisar. Super. Ich finde die optisch richtig klasse. Leider sind das alles so Brecher. Ne? Die sind alle. Ja. Union hat relativ wenig Uhren unter 43, 44. Ne? Das ist. Aber die ist optisch echt. Ist genau mein super. Ding. Ich finde die richtig super. Klasse. Ist genau mein Ding. Pilot Großdatum. Großdatum? Nennt sich Großdatum. Sicher? Bei denen nennt sich das Großdatum. Ich kenne Großdatum eigentlich nur als zwei separate Scheiben. Die nennt das Ding sogar Großdatum. So also, ist mir auch vorgestellt worden. Das ist gerade jetzt der Zeiger davor, weil das sind ja die drei Zahlen eigentlich übereinander. Ja, ist die Stunde gerade vor. Ja, aber genauso muss das sein, denn dann wird klar, was der Kram soll. Richtig. Wenn ein Zeiger das Datum verdeckt, hat man drüber und drunter noch eine Anzeige und weiß genau, was dazwischen war. Wenn nämlich sonst ein Zeiger das Datum verdeckt, ist es verdeckt und man kann es halt ein paar Minuten nicht ablesen. Und bei dieser Dreifachanzeige ist das halt immer möglich. Ich weigere mich, das Großdatum zu nennen. Ja, ich glaube, die läuft wirklich so. Ja, es ist natürlich eine große Datumsanzeige, aber... Ich weiß, was du meinst, ja. Ey, die Krone ist natürlich auch... Ich hoffe, ich kann das einfangen. Die Krone ist natürlich auch ein echter Hingucker, ne? Abgestuft, gerädelt und dann nochmal außen hin abgestuft.
toll. Glasboden, skelettierter Rotor. Also skelettiert mit Union ausgefräst, ausgelasert. Super. Was ich schön finde hierbei, diese Dreifach-Datumsanzeige erinnert mich eigentlich immer an IWC, weil ich die da viel häufiger sehe. Aber die Uhr kupfert IWC nicht ab, zumindest nicht bei den IWC-Modellen, die ich kenne. Und das finde ich sehr schön. Also es bringt also ganz, ganz leise ein Glöckchen zum Lauten, zum Klingen, aber ist eben keine Kopie von irgendwas. Nee. Ziffernblatt blau. Super. Belisar Chrono. Ja. Gehört Andrea. Also von mir. Sehr schön, aber ich weiß, dass ich mit der Uhr nicht glücklich würde. Day-Date. So ist sie gut und leicht ablesbar. Aber es ein kleines bisschen aus dem Licht dreht, verschwinden die Stahlzeiger im Ziffernblatt. Das heißt, man muss immer den Arm so drehen, dass es funktioniert. Und das habe ich bei einigen Uhren gehabt. Und das hat mich auf Dauer nicht fröhlich gestimmt. Aber natürlich optisch echt klasse, ne? Es ist auch noch keine Leuchtmasse verbaut, ne? Nee. Absolut nicht. Blendet danach auch nicht, ne? Reine Stahlzeiger poliert. Sehr schön. Ja, ist wunderbar. Ich bin ja da immer, wenn meiner Frau was gefällt, dann weißt du, wie es ist. Du, mir ist das viel lieber, dass meine Frau Spaß an Uhren hat, als dass sie mir jedes Mal sagt, noch eine. Jawohl, die sagt ja dann auch mal, die Andrea sagt ja dann auch immer, ich hab ja nur ein Handgelenk. Aber ja, du legst mir ja immer jede Woche was anderes hin. Aber eins, zwei, aber, drei, ja, vier, geht, fünf geht, mindestens, geht, ne? Geht, ja. Und dann hat er zwei Arme. Dann freut sie sich doch. Sind schon mal 10. Ja, und inzwischen erwische ich es ab und zu, dass er doch irgendwo dann im Internet ein bisschen am Stöbern ist. Und ach, guck mal, das ist schön und das ist schön. Ja, dann ist es schön. So, das hier, ohne es zu wissen, vom Schriftzug her, ist das eine Mühle? Ja, genau. Das Logo ist der gebogene Schriftzug oben. Der ist so eindeutig. Oben. Teutonia. Das Logo auf 12 Uhr. Man muss es gar nicht lesen können. Nee, das ist eigentlich typisch Mühle. Ja. Auch der Andrea. Sehr schön. Sehr schön. Und die gibt es zweimal. Ja, das heißt, also das ist eine grüne und die gibt es nochmal als rote. Was ich genial finde, nicht vom Stil der Uhr und so weiter, aber das Glas hat so einen leicht grünlichen Schimmer. Dabei ist das gar nicht das Glas. Es ist der innenliegende Ring und die Minuterie. Ich habe eben so gedacht, so ein bisschen wie die Migo von Rolex, aber die hat ein grünes Glas, aber hier hast du den grünen Schimmer vom Blatt her. Kriege ich das irgendwie ein bisschen eingefangen? Ja, da haben wir es ein bisschen. Ja. Echt interessant gemacht. Ja, du weißt ja, wir waren ja auch schon bei Mühle im Werk selbst. Ja. Mit der Tochter gesprochen, die auch ganz fasziniert war von dem Spielzeug. Nein. Ja, von der Magneto. Ist immer das. Also egal, wo man mit hinkommt, jeder spielt damit. Jeder will die Kugeln durchbringen und irgendwie. Ja. Es ist verrückt. Es ist so. Das war echt eine Freude. Ja, ich freue mich auch total, dass die in entsprechend gute Hände gekommen ist. Auch nochmal die Teutonia 2. Ja. Mit die ist etwas rot gehalten. Die Andrea hat auch viele Uhren, ne? Wenn ich das so sehe. Ja. Und wie gesagt, das sind ja nur die deutschen Uhren. Ja. Es gibt ja noch schweizer und holländische Uhren. Mhm.
Wie kommst du mit den Hirsch Performance Bändern zurecht? Andrea, gut. Was mich bei den Standardbändern immer massiv stört, ist, dass die die Form nicht behalten und sich immer am Arm abmalen. Also Andrea, dahingehend noch nichts gesagt. Also das ist irgendwie... Ich roll die jetzt mal auf. Ich roll die zusammen, Faden drum, 20 Minuten in heißes Wasser, zusammengerollt abkühlen lassen und dann behalten die Form. Okay. Als wir eben die Mark & Sons angeguckt haben, die Bänder sind ja gebogen gewesen. Richtig, die biegen sich auch nicht zurück. Okay. Einfach entweder bei 40 oder 50 Grad in den Ofen für 20 Minuten. Oder was ich immer mache, ich nehme hier unsere Kaffeepad-Maschine ohne Pad. Mhm. Da kommt ja kein kochendes Wasser raus, sondern nur heißes. Lass das durchlaufen, 20 Minuten drin, raus. Okay. Ohne Uhr. Ohne Uhr. Und dann zusammengerollt abkühlen lassen und dann behalten die ihre Form. Und dann habe ich halt nicht mehr hier die Riffelung der Bänder. Ich zeige das mal hier. Die Hirsch Performance Bänder haben ja so eine ganz typische Riffelung. Ich muss dazu sagen, Andrea hat, ich weiß nicht, was du an HGU hast. Jetzt hier nach meiner Futterkur wahrscheinlich 17,5. Andrea hat 19,5. Ja, umso mehr müsstest du es eigentlich drücken, ne? Wenn es dann rumgeht. Das ist aber so weich. Okay. Sehr cool. Sehr schön. Auch von Andrea? Ja. Cool. Ah, na logisch. Da muss man gucken. Klaus Botta. Die Botta Clavius. Ja. Aber die muss man aufziehen, weil sonst geht das ja nicht. Ne? Die muss man mal kurz aufziehen, ja. Die muss man aufziehen. Dann auch liebe Grüße an Klaus Botta, falls er zuguckt oder falls er mal reinschaut. Ich halte das mal hin. Ihr könnt das sehen. Das ist keine Quarzuhr, das ist eine Automatikuhr mit in Anführungszeichen springender Sekunde und jetzt wird's richtig geil, jetzt wird's. Und da konnt ihr sehen, wie fließend sich der Sekundenzeiger eigentlich bewegt. Die Clavius, super Modell in Schwarz. Ja. Gibt's auch in Stahl, ne? Gibt's auch in Stahl. Gibt verschiedene Ausführungen, ich wollte es aber so haben, komplett in Schwarz. Mit schwarzem Metallarmband. Wurde mir natürlich angepasst. Ist direkt in Königstein geholt. Ich konnte mir das nicht vorstellen, aber die wirkt ja. Die wirkt ja die ist hammermäßig gut. So in Stahl. Und ich wurde angerufen nach der letztjährigen Düsseldorfer Messe. Da habe ich das klar gemacht. Und dann wurde ich gefragt, die liebe Frau Botta hat mich angerufen. Hast du noch einen Tag Zeit zu warten? Ja, kein Problem. Das ist die erste mit gelasertem Rotor. Die da nämlich neu kamen. Boah, das kriege ich nicht hin. Das krieg ich. Schade. Oder mal gucken. Da kann man es, glaube ich, sehen. Das kriege ich. Super. Was ich halt bei den Botta-Uhren faszinierend finde, die hat hier 45 mm im Durchmesser, haben wir 44 um diesen Dreh rum. Und trotzdem kann man das nicht so gut sehen. Doch, jetzt geht es. Ist die nicht zu groß am Handgelenk, weil sie halt keine überstehenden Hörner hat. Ja, sie wirkt kleiner, wie sie ist. Mhm. Und auch wenn du von der Seite schaust, die Gehäuseform. Super angenehm mit den abgestreckten Flanken. Und dadurch drückt die sich eigentlich ins Handgelenk oben so ein bisschen rein und sieht getragen unheimlich flach aus. Die ist ja auch flach. Die ist ja unter 12 mm, ne? Ja, ist ja nicht, kann ja auch nicht viel. Wobei, leicht gewölbtes Glas. Ja. Ja. Also es hat schon was irgendwie. Was ich bei der Uhr, wenn ich überhaupt da eine Kritik dran üben wollte, schade finde, ist, dass die Leuchtmasse so schnell nachlässt. Ne? Also man sieht ein Glimmen, wenn man vom Balkon reinkommt, aber so ist halt der Nachttauglichkeit ist eher nicht gegeben. Aber ist auch ein Hingucker.
Weil im ersten Moment denkt jeder, das wäre irgend so ein Quarz. Hallo und Klaus Potter, Königstein bei uns in der Nachbarschaft. Ich freue mich schon, wenn ich ihn wieder sehe. Ja, also wenn du so ganz, ganz schnell drauf guckst, könntest du meinen, das wäre so Juwelier Albrecht, ja, Nord, ja, oder Süd, ne? Ja, genau. Ja, ja. Aber ja. Mit dieser Uhr kannst du nach Frankfurt ins Bahnhofsviertel gehen, es haut dir keiner einen Knüppel auf den Kopf. Nee. Ja? Ja, weil sie halt dumm sind. Nee. Nee, es ist echt. Ich habe die ja relativ früh schon gesehen, ne? Und ich finde das absolut genial. Vor allem, wenn du weißt, was für einen Aufwand der betrieben hat, um die gleitende Sekunde hinter dem Logo hinzubekommen. Ja. Dass die wirklich mit Pappscheiben da rumexperimentiert haben. Das ist nicht alles Computer gewesen, weil er sagte, nee, irgendwann kannst du es nur noch in der Realität sehen. Dann hilft als dir Modell, auch kein, als irgend, dass du ja, dir irgendwas bastelst. Dann hilft dir auch kein CGI, kein Image, nein, dann hilft dir gar nichts mehr. Nein. Du musst es dann einfach wirklich sehen. So, 13% Akku auf der Kamera. Bruno Söhnle. Ah, da habe ich ja auch viel von gezeigt. Und Ziffernblatt. Das ist für mich ein Großdatum. Ja. Ja, zwei getrennte Scheiben. Und das interessante Ziffernblatt. Ziffernblatt. Und ohne, dass ich die Uhr kenne und wir sie uns angeguckt haben, dekoriertes Quarzwerk. Ja. Ja. Hätte ich nie geglaubt. Wir hatten letztes Jahr vor Weihnachten waren wir im Erzgebirge und haben eine Werksbesichtigung Kloster hoch an den Herrn Heinemann. Und also phänomenal, wie wir da begrüßt worden sind und wie man sich um uns bemüht hat. Und war klasse. Sind dann anschließend im wahrsten Sinne des Wortes um die Ecke gefahren Richtung Uhrenmuseum. Und da ist rechts vom Uhrenmuseum gesehen, ist auch kein Schleichwerbung, der Hoffmann. Da habe ich schon mehr gekauft. Und da war die zufälligerweise in der Auslage. Ich habe es nicht hingekriegt. Und die hat mir super gut gefallen. Ja, kann ich gut verstehen. Und dann habe ich sie gekauft. Und dann ging das natürlich wieder los. Es gibt ja nichts bei uns, was normal ist. Armband nicht gepasst. Armband zu klein. Und haben die dann von Hoffmann. Dann müssen wir mal beim Werk unten anrufen, ist ja gerade um die Ecke bei Bruno Söhnle und mal gucken, ob die ein anderes Armband haben, ein längeres. Sag ich, nee, das brauchen wir jetzt nicht, die haben gerade Mittagspause, das wusste ich. Und dann habe ich unten angerufen, kurz nach der Mittagspause, hat dann den Herrn Heinemann direkt wieder dran, weil ich die Durchwahl hatte. Sag hier so und so, wir sind beim Hoffmann um die Ecke, ja, ja. Und hab dann eine Uhr. Armband passt nicht zu klein. Also kein Problem. Kommen, machen wir langes dran. Sind wir wieder runtergefahren um die Ecke, wieder ins Werk und im Werk wurde mir, war wieder lustig, haben die mir das Armband getauscht. Also sagenhaft, ja, tolle ist Firma, tolle Leute. Ich habe gerade gesehen, lässt du mit Absicht den Aufkleber auf dem Boden drauf? Da bist du noch drauf jetzt. Kann sein, dass der noch drauf ist. Habe ich jetzt so bei ja, gell? Einigen Uhren gesehen. Ja, so manchmal gesehen. Vergesse ich's. Nee, ich weiß ja, viele machen das einfach. Also solange er nicht von selbst abgeht und wenn er solange er drauf ist, ist er drauf. Okay. Na, ich bin ja so ein ich piddel immer alles ab. Du piddelst alles ab? Ich piddel alles ab. So, die machen wir zum Schluss, weil da gibt's ja noch was zu sagen. Mühl Rasmus. Oder Rasmus 2000 in Orange. War meine erste Mühle. Alter, ist auch vom Hoffmann. Ist Glotz. Alter. Hat Gewicht. Also, wenn ich die euch nicht zu lange in die Kamera halten kann, dann liegt das daran, dass ich sonst morgen Muskelkater habe. Orange ist auch so ein bisschen meine Farbe. Ja, zum Glück wiegt Orange. Gibt's leider so auch nicht mehr. Boah, ist die schwer. Gibt's auch nicht mehr. Muss ich mal einen Arm tun. Ist ein Klotz. Ist auch ein Klotz.
baut auch relativ hoch auf. Was genau kann ich Ihnen jetzt sagen? Also relativ hoch was. Ist gut. Das ist schon echt. Was ist ein Drum? Das Armband musste schon können. Also das Armband musste können. Also das ist. Das erinnert mich an die Pro-Diver von Stova. Okay. Die haben ein ganz, ganz ähnliches Armband. Ja, da verjüngt sich auch nichts. Das ist einfach warm. Es gibt Leute, die machen Bodybuilding. Es gibt Leute, die tragen Mühle. Die bezeichnen das als orange. Ich hätte es ja eher für einen Bronze- oder Goldton gehalten. Nee, ist orange. Siehst du auch hier auf der Lünette. Also das ist, ja, da hätte ich es auch für Bronze ist, oder ist Gold als orange. Gehalten. Nee, ist orange. Ist wirklich orange. Hallo. Also neue Freundin, ne? Ja, ja. Was ich an dem Band total klasse finde, ist, dass die Glieder sich noch so, dass die Glieder noch mal leicht abgewinkelt sind. Ja, so gefasst, so irgendwie so. Ja, es ist wirklich große Phase. Ja, super. Dadurch wird er unheimlich bequem. Ja. Und wahrscheinlich werden jetzt wieder die Hälfte sagen, ist aber eine einfache Schließe, keine automatische Verlängerung. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diese Schließe. Dadurch ist sie aber auch kurz und klein und liegt gut an. Sie ist nicht nur kurz und klein und liegt gut an. Dadurch, dass sie so einfach konstruiert ist, kannst du hier nachbiegen, wenn es zu straff ist oder zu leicht ist. Wenn es hier hinten nicht passt, ne? Du kannst diese Schließe im Prinzip mit Bordmitteln selber anpassen, wenn irgendwas nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie du es haben möchtest. Du musst dafür nicht zum Conzi rennen. Nein. Wenn du dann irgendwas hast mit innen liegender, federgetriebener, automatischer, ausziehender, da machst du nichts selber mehr dran. Doch, du machst sie kaputt. Ja, das kann ich gut. Das ist immer gut drin. So, nochmal hören. Ah, super. Klingt auch super. Das sind auch Mods-Leute bei Mühle. Einer der wenigen noch wirklich eigenständig produzierenden Firmen. Gehört keiner Gruppierung dazu, gell, Mädel? Ja, Familienbetrieb. Ne? Familienbetrieb, wirklicher Familienbetrieb. 7. Generation meine ich sogar. Ne? Ich habe da ein Video zu gemacht, ganz viele. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Ja. 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 Eigentlich will ich jetzt hier gar nicht so viel zu sagen, weil zu diesem Schmuckstück mache ich noch ein separates Review. Deswegen stelle ich keine Fragen, sag einfach, was du sagen möchtest. Ey, Seepadaillon. Auch tolles Teil. Super. Also, ich finde die echt super klasse. Aber ist natürlich für mich von der Größe her so gut wie untragbar. Ne? Wenn ich die an den Arm packe. Ist der Arm weg? Vor allem ist es der rechte Arm. Ne? Ja. Der Arm ist weg durch den großen Horn zu Horn. Ja, und wie gesagt, also ich bin jetzt am rechten Arm. Am linken ist dann noch ein bisschen weniger Arm da. Die deckt ab. Das ist schon brutal. Obwohl eigentlich auch nur eine 45er ist, ne? Aber die Hörner sind relativ lang, ja, ne? Ja, die Hörner sind. Und wenn du das Band hast, das sind hier mindestens 52. Hier. Ich kann es dir nicht sagen. Ich wüsste es nicht im Kopf. Aber das ist schon. Ja, wenn ich nicht hier alles zugebaut hätte, käme ich an meinen. An meinen Messschieber ran. Das kannst du alles im Review machen. Ja, ich kann euch das leider nicht zeigen, aber wir haben hier 4 Videoleuchten, 3 Kameras, einen externen alles. Monitor. Und einen Hund. Und einen Hund. Und dann haben wir noch ein Stativ mit dem Aufnahmegerät für den Ton. Also in meiner kleinen Hütte können wir uns hier gerade so ziemlich gar nicht bewegen.
schon echt super tolle Uhr und ich freue mich total drauf, dazu dann ein Review zu machen. Echt genial. Ja, jetzt sind wir schon über eine Stunde dabei. Ich weiß nicht, wie viel es im Schnitt gibt. Sind wir schon durch? Ja, so langsam durch. Also was deutsche Uhren betrifft, sind wir durch. Und wir haben das gesagt, es gibt nur deutsche Uhren. Ja. Die anderen liegen noch gut verwahrt. Im Schließfach. Passt. Super. Ja. Dann bedanke ich mich sehr. Ja, ich hoffe, allen Zuschauern hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Was zu sehen. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von einem solchen Format haltet. So als Sammler-Talk. Schreibt auch gerne rein, welche 25 Uhren ihr dem Stefan als nächstes empfehlen würdet. Was noch unbedingt in der Sammlung fehlt. Deutsche Uhren. Deutsche Uhren. Stefan, ich bedanke mich total. Wir gehen jetzt Suppe essen. Meine Frau hat eben schon mal den Kopf reingesteckt und gesagt, wann wir denn essen möchten. Bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Bleibt alle gesund.